Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Video 5 des Orange and Black HTML Crashkurses. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und unsere Seite sieht bisher so aus. Wir haben also bereits diesen Header-Bereich hier erstellt und auch designt. Dieses Mal wollen wir uns um diesen Bereich hier kümmern. Also hier, wo wir diese schönen Buttons hier haben im Grunde genommen, also die Links, also den Navigationsbereich. Und schlauerweise gibt es in HTML extra dafür einen Tag, den Nav-Tag, also NAV geschrieben für Navigation. Und den erstellen wir jetzt erst einmal. Dafür gehen wir wieder in Scriptly und schreiben jetzt hier ganz wie gewohnt, spitze Klammer auf, NAV und dann die spitze Klammer wieder zu und der Tag wird automatisch wieder geschlossen. Und wir sehen ja hier auf der Seite, diese Buttons sind ja wie an so einer Perlenschnur aneinander gekettet. Im Grunde genommen wie in einer Liste. Also sie sind aneinander gelistet. Und genau das wurde in HTML auch gemacht. Es wurde eine sogenannte ungeordnete, eine unordered List erstellt. Und das tun wir jetzt hier auch. Also all diese Buttons, diese Links werden in einer Liste erstellt. Und so eine Liste wollen wir jetzt eröffnen. Und das tut man mit einer spitzen Klammer auf und dann UL für unordered List. Und dann die spitze Klammer wieder zu und der Tag wird automatisch geschlossen. Alles, was jetzt zwischen dem hier und dem hier ist, ist also in der Liste. Und diese Liste wiederum ist im Navigationsbereich. Jetzt brauchen wir natürlich noch Inhalt dafür. Und wir wollen ja nicht einfach nur Text haben, sondern wir wollen ja Links haben. Um einen Link zu erstellen, brauchen wir einen neuen Tag, den sogenannten Anchor Tag. Also ein Anchor Tag führt quasi zu einer anderen HTML-Seite. Wenn man da draufklickt, wird man zu einer anderen HTML-Seite geführt. Eben ein Link, das kennt man ja. Und so einen Anchor Tag erstellt man mit dem Tag A. Also spitze Klammer auf und dann A. Ganz einfach. Und dann spitze Klammer wieder zu. So, beziehungsweise ich habe gerade die Großschreibtaste aktiviert. Diese A's machen wir jetzt einfach mal wieder klein. Das ist jetzt schon ein Anchor Tag. Und hier rein können wir jetzt zum Beispiel, also in den Tag schreiben wir zum Beispiel Link 1. Das heißt, die Schrift, die wir also gezeigt bekommen, ist Link 1. Da steht dann nicht der Link, worauf eigentlich verwiesen wird, sondern das hier ist das, was der Betrachter zu sehen bekommt. Wo schreiben wir also rein, worauf der Link denn verweist? Das schreiben wir in diesen Anfangsbereich, gleich nach A. Und da schreiben wir href, also href, und dann gleich. Und dann bekommen wir hier auch schon diese zwei Anführungsstriche. Und in diese Anführungsstriche muss jetzt der Link. Also ganz zum Beispiel jetzt der YouTube-Kanal von Orange and Black. Das heißt, sehen tut der Benutzer jetzt das hier, Link 1. Und wenn er da draufklickt, wird er auf http //www.youtube.com/users/orangeandblack verwiesen. Wobei das http-Doppelpunkt hier wichtig ist, weil sonst der Browser versuchen würde, auf dem lokalen Server diesen Pfad hier zu folgen und nicht extern im Grunde genommen YouTube zu öffnen. Hier hätten wir jetzt also schon mal diesen Anchor-Tag. Was wir jetzt aber auch wollen, ist das ja als einen Listeneintrag zu gestalten. So würde es da jetzt einfach nur vollkommen im Nichts stehen, nur halt im Navigationsbereich. Aber das hier ist noch kein Eintrag in der Liste. Auch wenn das hier drin steht, ist es noch kein Eintrag in der Liste. Dafür gibt es nochmal einen eigenen Tag. Und um jetzt zu sagen, dass dieses Link 1 hier ein Eintrag in dieser Liste sein soll, nutzen wir den LI-Tag für List-Item. Also ein Eintrag in der Liste. Also wir machen die spitze Klammer auf, schreiben LI und schließen die spitze Klammer wieder. Und schließen es dann um Link 1. Wir machen also wieder die spitze Klammer auf, slash LI und dann die spitze Klammer wieder zu. Und jetzt haben wir also einen Eintrag in der Liste, der ein großer Link ist. Also der gesamte Eintrag in der Liste ist ein Link. Es ist also so, dass nicht nur der Text hier der Link ist, sondern auch dieser ganze Bereich hier drumherum ist der Link.
Das können wir jetzt schon mal speichern und gucken uns das mal an. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten wir nichts sehen. Naja gut, nichts ist jetzt ein bisschen wenig, aber wir sehen hier im Grunde genommen noch nicht viel. Wir haben den ganzen Button nicht und es steht da auch noch ziemlich alleine und dieser blaue Punkt stört auch. Außerdem ist das hier noch unterstrichen und lila. Das ist ja noch nicht annähernd so wie hier. Das gilt es jetzt zu ändern. Als erstes brauchen wir die anderen Einträge. Die habe ich hier jetzt schon mal vorbereitet. Die führen jetzt also hier ins Nichts, das sieht man ja, aber sie stehen jetzt hier. Das können wir schon mal speichern. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Jetzt sehen wir, stehen die Links schon mal untereinander da. Ist ja schon mal besser als vorher. Wir haben jetzt wenigstens ein paar, aber wir wollen sie auch nebeneinander haben. Und das machen wir jetzt aber alles nicht mehr in HTML, sondern wir gehen jetzt wieder in CSS rüber. Klicken also hier auf unser style.css und müssen jetzt hier anfangen zu bearbeiten. Hier scrolle ich schon mal runter. Hatten wir schon den Header-Bereich alles abgeschlossen. Jetzt geht es weiter. Fangen wir also an, mal am Navigationsbereich ein bisschen zu arbeiten. Als erstes wollen wir mal diese blauen Punkte hier entfernen. Die haben wir auf der Seite, auf der Originalseite hier nicht, also wollen wir die entfernen. Dafür in unserer CSS-Datei schreiben wir nav, wir sind ja im Navigationsbereich, und dann ul, also die unordered list im Navigationsbereich. Und da öffnen wir dann die geschwungenen Klammern. Und da gibt es jetzt eine Eigenschaft, die heißt List Style Type, also List minus Style minus Type. Und wenn wir die auf None stellen, also nichts quasi, und das dann speichern, werden wir hier sehen, dass die blauen Punkte verschwunden sind. Dann wollen wir uns jetzt den einzelnen Punkten in der Liste widmen. Also wir sehen ja, die sehen noch vollkommen anders aus als im Original. Und um diese einzelnen Punkte zu bearbeiten, logischerweise, geben wir ein NAV und dann LI, also für die einzelnen Listpunkte, List-Items, und dann wieder unsere geschwungenen Klammern auf. Und hier wollen wir jetzt erst einmal ändern, dass diese einzelnen Punkte in einer Linie angezeigt werden und nicht untereinander. Und dafür sagen wir, die sollen ja so angezeigt werden, Display, dann Doppelpunkt, Inline. Wenn wir das jetzt speichern mit Steuerung S, dann die Seite hier neu laden, sehen wir, die werden jetzt in der Linie angezeigt. Wie auf so einer Kette. Das ist schon mal wesentlich besser. Falls ihr euch wundert, warum dieser eine Link hier jetzt lila ist im Vergleich zu denen, das liegt daran, dass ich den schon mal erstellt hatte und da dann draufgeklickt hatte und das jetzt nur anzeigt, dass auf diesen Link schon mal geklickt wurde. Dann wollen wir ja, dass diese einzelnen Punkte noch weiter voneinander entfernt sind. Wir sehen ja hier, die haben einen gewissen Abstand. Und den wollen wir hier jetzt auch erschaffen. Also sagen wir Margin minus Right. Also wir wollen dort Abstand schaffen. Und dann Doppelpunkt und sagen wir mal 40 Pixel. Und wenn wir das jetzt schon speichern und uns mal das Ergebnis angucken, sehen wir, haben wir hier schon einen gewissen Abstand geschaffen. Nachdem wir jetzt den Abstand haben, wollen wir jetzt diesen schönen Rahmen hier schaffen, also im Grunde genommen den Button da drumherum. Und das machen wir jetzt. Wir geben diesen einzelnen List-Items jetzt erstmal eine Hintergrundfarbe. Wie das geht, wissen wir ja schon, haben wir ja im letzten Video bearbeitet. Deshalb füge ich das jetzt hier einfach nur ein. Das ist wieder das Orange, was wir ja schon kennen. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert hat. Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier im Hintergrund auch schon orangene Farbe. Müssen wir jetzt nur noch wie im Original so schön ausbreiten und mit einem Rand versehen. Und wir haben ja im letzten Video schon erklärt, dass man diesen Rand nicht mit Margin verschiebt, sondern mit Padding. Also den Abstand vom Objekt zum Rand einfach erhöht. Und das machen wir jetzt. Das ist auch überhaupt kein Aufwand, überhaupt keine Kunst. Das habe ich jetzt hier auch schon mal vorbereitet. Also wir erhöhen den Abstand nach rechts und nach links und nach oben und nach unten jeweils um so eine bestimmte Anzahl an Pixel. Das speichern wir jetzt und gucken mal, ob es funktioniert hat. Und wir sehen jetzt, das sieht schon mal besser aus. Wir haben jetzt den richtigen Abstand jeweils.
So soll das sein. Das liegt jetzt alles noch so ein bisschen weiter oben, aber das werden wir gleich in CSS bearbeiten, werden wir uns dann dem ganzen Navigationsbereich widmen und nicht den einzelnen Punkten. Das nächste, was wir haben ja diesen Rand da drumherum. Den müssen wir jetzt erst einmal erschaffen. Und um diesen Rand, um den Hintergrund drumherum zu erschaffen, also dieses buttonartige Aussehen zu machen, benutzen wir Border. Schreiben also Border und dann Doppelpunkt. Dem geben wir jetzt als erstes eine Farbe. In diesem Fall ist das so ein Grau. Die habe ich mir hier schon mal rausgesucht und füge die hier ein. Wie im letzten Video besprochen, man könnte sich diese Farbe hier mit Farbe einfügen, so zusammenmischen. Dann jetzt die Größe, in diesem Fall 3 Pixel. Und dann brauchen wir noch so ein gewisses Design. Das könnten wir uns jetzt hier raussuchen. Die sind ja schon so ein paar vorgegeben und auch Farben schon vorgegeben. Und in diesem Fall ist das Outset. Also Outset. Und dann gucken wir uns doch mal das Ergebnis an. Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier diesen schönen Rahmen drumherum. Das sieht ja schon mal aus wie ein Button. Im Original sehen wir aber, die sind hier so abgerundet. Also so wie hier im Grunde genommen. Ja. Und das machen wir jetzt einfach da rein, wieder mit Border Radius. Und in diesem Fall sind das 5 Pixel. Fügen wir einfach ein. Und wir sehen, dass jetzt hier diese Abrundung ebenfalls entstanden ist. Das sieht jetzt schon mal gut aus. Das nächste, was wir noch haben, diese Schriftart hier ist ein bisschen anders. Also wir sehen, dass die Schrift hier fett gedruckt ist. Und das können wir ganz einfach machen. Das machen wir mit der Eigenschaft im Grunde genommen Font Gewicht, Font minus Weight. Und dann Doppelpunkt und sagen wir Bold. So, Semikolon. Wir wollten ja den gesamten Navigationsbereich ein bisschen nach unten verschieben. Und das können wir jetzt machen. Und dafür setzen wir einfach die Eigenschaften von dem Navigationsbereich. Also nicht irgendwie nur von der ungeordneten Liste oder nur von den einzelnen List-Items, sondern vom ganzen Navigationsbereich. Dafür tippen wir ein Nav. Und dann wieder die geschwungenen Klammern auf und können jetzt hier die Eigenschaften setzen. Als erstes brauchen wir Abstand nach oben. Und das machen wir mit Margin und dann minus Top. Wir wollen Abstand nach oben schaffen. In diesem Fall 20 Pixel. Und das speichern wir jetzt und gucken uns das erstmal an. Und wir sehen jetzt, wir haben den Abstand geschaffen. Und es wäre jetzt aber auch schön, diesen ganzen Bereich mittig zu setzen. Also im Moment liegt dieser Bereich ja hier links an. Und hier rechts ist nichts, es sollte ja eigentlich in der Mitte liegen. Tut es ja auch, sehr mittig. Und das wollen wir jetzt erreichen. Das geht auch ganz einfach mit Text Align. Also Text minus Align. Und dann Doppelpunkt und dann sagen wir Center. Also wir richten den Text mittig aus. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier noch so ein bisschen an der Schrift zu schrauben. Wir haben ja auch so einen Textschatten drin und die Farbe ist ja ausschließlich weiß. Und dann noch diesen Button-Effekt zu haben, dass man also mit dem Cursor hier drüber fährt und der dann so eingedrückt wird, der Button. Gehen wir also wieder in CSS. Als erstes kümmern wir uns um die Schrift. Dafür wollen wir jetzt einfach mal alle Links, die im Navigationsbereich sind, bearbeiten. Also Nav und dann A, also für alle Anchor. Und dann machen wir die geschwungenen Klammern auf und dann schließen die sich auch automatisch wieder, wie immer. Und da können wir jetzt ganz einfach ein paar Attribute reinmachen. Einmal die Text Decoration, also die, wie der Text dekoriert ist. Und wir sehen jetzt, wenn wir das speichern, dass dann hier diese Striche drunter, die ja normalerweise so einen Link andeuten, verschwunden sind. Dann geben wir noch schnell die Farbe. Das ist ja bisher blau oder lila, je nachdem, ob man nochmal draufgeklickt hat oder nicht. Aber wir wollen, dass das immer weiß ist. Dann sagen wir Color White. Und fügen dann, das haben wir auch im letzten oder in einem der letzten Videos gesehen, noch einen Textschatten hinzu. Dann hätten wir das. Und wenn wir das speichern, hat sich diese Schriftart hier jetzt schon perfekt angepasst. Genau wie im Original. Aussehen tut das jetzt so auf Anhieb erstmal ganz genau wie im Original,
Aber wenn wir drüber gehen, sehen wir einmal, dass sich der Mauszeiger verändert zu so einer Hand und außerdem wird der Button nicht eingedrückt. Und das können wir hier halt, sehen wir, der Mauszeiger bleibt immer gleich und der Button wird, wenn man drüber geht, sofort so eingedrückt und die Schriftfarbe ändert sich zu grau. Und das ist jetzt genauso einfach wie der Rest. Kümmern wir uns also als erstes darum, dass der Cursor immer gleich bleibt. Dazu gehen wir hier in Nav und dann zu den einzelnen List-Items. Und da fügen wir dann einfach eine weitere Eigenschaft zu, nämlich die Cursor-Eigenschaft. Also Cursor und dann Doppelpunkt und der soll immer Standard bleiben, also Default. Ganz simpel, machen wir ja schnell das Semikolon hinter und der Cursor, der ist jetzt immer Default, egal was ist. Das ist also Speichern. Hier nochmal die Seite neu laden. Sehen wir, der Cursor verändert sich nicht mehr, wenn ich drüber fahre. Perfekt. Kommen wir jetzt zu diesem Button-Effekt. Wir müssen jetzt Eigenschaften dafür definieren, wenn der Cursor über dem Button drüber ist. Das heißt, wir sagen, wir gehen erstmal in den Navigationsbereich und da zu den eigentlichen List-Items und jetzt aber auch nur, wenn da der Cursor drüber ist. Und dafür machen wir einen Doppelpunkt und dann Hover. Hover geschrieben. Das heißt, wir sind im Navigationsbereich. Das heißt, diese Eigenschaften gelten im Navigationsbereich, in den List-Items, aber auch nur, wenn da der Cursor drüber ist. Und das wird halt mit dem Hover hier geregelt. Und wenn das der Fall ist, dann muss sich so ein bisschen der Rand ändern. Wir sehen ja hier, da verändert sich ja nicht viel, es ist ja nur der Rand. Also und die Schriftart. Und da verändert sich auch nicht sonderlich viel dran. Wir haben hier einfach nur, der Rand ändert sich so ein bisschen vom Design. Und zwar genau so. Also er ist immer noch die gleiche Farbe, auch immer noch 3 Pixel breit, aber das Design, also im Grunde genommen das Aussehen, ist jetzt nicht mehr wie hier oben Outset, sondern ist jetzt Inset. Das heißt, sobald der Mauszeiger im Navigationsbereich über einem List-Item ist, ändert sich der Border, ändert sich der Rand auf Inset. Wenn wir das speichern und hier dann mal F5 drücken, sehen wir, dass wir jetzt diesen Button-Effekt erreicht haben. Das könnten wir natürlich auch mit jeder anderen Eigenschaft machen, machen wir jetzt aber nicht, beziehungsweise wir machen es noch mit der Farbe von der Schrift, aber sonst auch nichts mehr. Diese Schrift ist ja wieder dieser Anchor. Also gehen wir wieder im Navigationsbereich. Alle Anchor, aber auch nur, wenn der Mauszeiger drüber ist. Und dann machen wir geschwungene Klammern auf. Und da verändert sich ja einmal die Farbe. Und die wird ja von dem schönen Weiß zu so einer Art Grau. Color, Doppelpunkt. Und dann hier die Farbe, der ist schon vorbereitet. Das ist jetzt hier so ein Grau. Sieht man ja, konnte man hier oben natürlich auch auswählen. Und außerdem wird auch der Schatten entfernt. Das sieht man nur sehr schwach. Ist jetzt aber im Original so. Also schreiben wir Text Shadow und dann None. Dann wird der Text Shadow entfernt, also der Textschatten entfernt. Wenn wir das jetzt speichern, haben wir jetzt genau das im Original. Wir können hier drüber gehen, dann verändert sich die Buttons, die Farbe verändert sich hier, der Schatten verschwindet und der Border wird entfernt, sodass wir diesen leichten 3D-Effekt bekommen. Das funktioniert überall. Und wenn ich auf den ersten hier draufklicke, da wissen wir noch, haben wir ja in HTML gesagt, soll das auf den Orange und Black-Kanal verweisen. So viel von diesem Video. Wir haben jetzt hier die Navigationsbereich, haben wir jetzt abgeschlossen. Und im nächsten Video kümmern wir uns dann wahrscheinlich hier um das Rechts oder halt um diesen schönen blockartigen Hauptbereich. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, das klärt sich bestimmt in den nächsten Videos. Oder guckt euch das Video einfach nochmal an. Bringt uns Aufrufe und ihr versteht's. Naja, okay. Also bis zum nächsten Video.